Hi und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ich habe vor kurzem von meiner Bank eine Umfrage zugeschickt bekommen, wo man, wenn man die ausgefüllt hat, was gewinnen konnte. Und ich muss sagen, ich bin jemand, ich mag Gewinnspiele echt gerne und vor allem, ich mache auch gerne mit und ich habe auch schon das ein oder andere gewonnen. Also meine zwei Top-Gewinne waren einmal eine Anlage, also zum 10. CD-Player, Radio und zwei Buchsen. Und mein zweitgrößter Gewinn war eine Kaffeemaschine. Also von Tchibo, so eine. Und ja. Aber das Witzige ist immer, wenn ich irgendwie gewinnen möchte, unbedingt, dann gewinne ich gar nicht. Aber wenn ich eigentlich nur mitmache, weil es halt so irgendwie gerade Lust und Laune ist, dann gewinne ich komischerweise manchmal. Ja, aber an sich finde ich, Gewinnspiele sind so eine Sache. Also es gibt ja verschiedene Arten von Gewinnspielen. Es gibt so Gewinnspiele mit Auflagen, wo man was zu tun hat. Das finde ich dann ehrlich gesagt manchmal doof. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie was ist, wo man sowieso machen würde, wie eine Umfrage, halt, da habe ich halt mitgemacht, weil ich die Umfrage machen wollte und dann habe ich halt zufälligerweise gab es dann am Ende noch ein Gewinnspiel und ich dachte, okay, mach's halt mit. Aber ich hätte es jetzt nicht nur wegen dem Gewinnspiel gemacht. Aber es gibt eben auch so Geschichten wie, dass man erst noch vorher einen Brief einschicken muss, dass man irgendein Rätsel lösen muss und so. Und da bin ich dann echt nicht mehr so begeistert. Ich mag es einfach. Und ja. Am liebsten mache ich irgendwie bei Gewinnspielen mit, wo ich weiß, dass es seriös ist. Also das sind dann zum Beispiel so Bankgewinnspiele oder Gewinnspiele beim örtlichen Händler oder eben bei Orten, wo man weiß, dass wenn da irgendwie was ist, dass es dann schlecht ist. Aber was ich zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz mulmige Gefühlslage immer bekomme, ist, wenn ich Gewinnspiele sehe, die einem per E-Mail geschickt werden oder so Pop-up-Fenster oder so im Sinne von bewirb dich jetzt und du bekommst dann das und das, wenn du ausgelost wirst. Das sind alles so Sachen, wo ich mehr das Gefühl habe, das sind eigentlich nur noch so Adressenfänger-Sachen und da geht es gar nicht darum, dass du am Ende was gewinnst, sondern einfach nur darum, dass andere an dir Geld verdienen. Und das mag ich gar nicht. Und ja, das finde ich auch nicht gut zum Unterstützen. Was ich auch furchtbar finde, ist, wenn Leute zum Beispiel sind, ach, da fällt mir ein, das muss ich meiner Mutter noch erzählen. Wir hatten heute einen Anruf auf unserem Ding. Wir hätten eine Million gewonnen. Und das sind so Sachen, wo man sich dann. Und wir müssten nur, um die Million zu kriegen, ein Abo von einer Zeitschrift abschließen. Also das ist dann wirklich, das ist dann die unseriöseste Art. Wer auch immer das, wenn ihr das habt, dann macht das nicht. Das ist einfach nur Trickbetrügerei. Und da geht es dann gar nicht mehr um irgendwie, dass ihr was zu gewinnen hättet oder so, sondern geht es echt nur noch darum, dass die das machen, irgendwie an euch Geld verdienen. Und sowas sollte man nicht unterstützen. Nein, sollte man nicht. Ja, früher als ich ein Kind war, habe ich immer Rubbellose geliebt. Also das war so, die haben so 2 € gekostet und dann konntest du aufrubbeln und dann hast du vielleicht mal die 2 € zurückgekriegt und eben auch nichts. Und da haben meine Eltern und ich, wir haben immer am Wochenende, haben uns immer 3 Rubbellose geleistet und dann haben wir alle 3 immer so aufgerubbelt. Und das war eigentlich immer ganz schön so. Große Gewinne hat man nie. Ich glaube, mein größter Gewinn war mal 5 €, aber es hat halt Spaß gemacht. Und wenn man eh einkaufen gehen musste, und dann waren wir damals im Kaufland und da war halt in der Nähe diese Zeitungsladen und da gab es Rubbellos und dann hat man halt noch ein Rubbellos gekauft. Bei dem gab es auch diesen Chinesen. Oh. Ganz schlechte Idee, an den jetzt gerade zu denken. Oh. Entschuldigt. Oh. Der hatte eine super Suppe, aber die Suppe, die hat alles durchgeputzt. Ich sag euch, da ist nichts mehr drin geblieben. Ich habe so die Befürchtung gehabt, dass es da nicht ganz sauber war. Ich habe mir nie die Pfannen genauer angeguckt und ich glaube, ich bin froh drum. Aber ja. Ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal was gewonnen habt. Und wenn ja, dann war's. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com.
Wir sehen uns jetzt bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss.